Ja, Christian Hinschelmeier, Diplompsychologe, Teamtrainer und Outdoor-Teamtrainer und all so ein Kram. Meistens hier aber eher mit meinen paar Sachen unterwegs, habe immer beides gemacht, falls du hier neu sein solltest. Wir reden mal wieder über die Gruppendynamik von Seven vs. Wild. Ich beziehe mich jetzt hier auf Folge 7. Natürlich wird es heute eigentlich nicht viel, aber Spoiler geben. Also wenn du es noch nicht geguckt hast, guck's weiter. Guck dir erstmal das an natürlich. Und hier wird es auch kein Material zu sehen geben, logischerweise. Und groß geht raus an die ganzen Psychologen Deutschlands. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ich würde aber einfach nochmal einen Anschluss finden zu dem, was jetzt davor war. Ich würde einfach nochmal versuchen, was zu erklären, auch wenn das vielleicht schwer zu verstehen ist. Was vielen, glaube ich, schwerfällt, ist, was man in der Gruppenpsychologie macht, dass man die Gruppe als ein Ganzes sieht. Also das ist wirklich so eine ganz andere Denkweise. Da guckt man nicht, weiß ich nicht, wer ist jetzt Alpha, Omega, aber klar, das sind so Momentaufnahmen, wo man vielleicht sowas sagen kann. Man guckt auch nicht, wer ist jetzt der Böse oder der Liebe, und man geht vor allen Dingen nicht mit so Täter-Opfer, also es sei denn, passiert irgendwas total Krasses, aber so, sag ich mal, so im alltäglichen Tradara geht man auch nicht mit solchen, weiß ich nicht, so das, der ist jetzt das, der ist der Böse, der ist das Opfer. Und weil man sagt, hey, das ist, also klar, wie gesagt, wenn irgendwas Krasses passiert, aber man geht da eigentlich eher ran, dass man, das versuche ich ja auch, von Tag zu Tag guckt, und dass wir natürlich auch die verschiedenen Rollen durchgehen, gerade in der Gruppe, ne? Das kann, die kannst du nicht so festnageln auf eine Rolle. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen, dass es eine Gruppe ist wie so ein Fluss. Der Fluss will fließen, ne? Die Gruppe will funktionieren. Ne? Die haben ja auch eine Aufgabe da, ne? Die wollen funktionieren. Und dann gibt es eben, im Fluss gibt es halt Steine oder Barrieren, und die versucht man halt wegzuräumen. Also das ist mein Job als Teamtrainer, diese Barrieren wegzuräumen. Die müssen so klarkommen, und ja, die versuchen quasi selber diese Steine wegzuräumen. Und so ein Stein, der kann sich halt auch abschleifen. Das wäre so bildlich, es gibt irgendwie eine Störung, aber die wird geklärt in der Gruppe. Oder so eine Barriere, ja, kann sich auch lösen, indem jemand die Gruppe verlässt. Das muss ja auch nicht heißen, dass man jetzt rausgeht, sondern vielleicht allein weiterzieht oder die Gruppe sich teilt, oder das kann ja auch alles passieren so. Und weil eine Gruppe will immer wieder in so einen Funktionsmodus kommen. Nur deswegen haben wir diese Teamentwicklungsuhr, die halt geht von so, dass man sich erstmal beschnuppert. Das nennt man dann Forming. Also das waren so die ersten 2 Tage. Dann ist auch genau wie vorhergesehen, da habe ich ja gesagt, ab Tag 3 kommt häufig eine Storming-Phase. Hatten wir auch. Also Storming halt so eine Streitphase, wo, das ist quasi die Phase, wo diese Gruppe versucht, diese Steine irgendwie abzuschleifen oder ich weiß nicht was. Und das ist jetzt in dem Fall, ist es halt so gelaufen, dass einer rausgegangen ist. So, ne? Jetzt kann man natürlich, wenn jemand das so sehen will, dass der rausgemobbt worden ist, ich kann da niemanden von abbringen. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass ein Elite-Soldat sagt, ich gehe wegen Mobbing, drücke jetzt auf den gelben Knopf, wo einfach nur, weiß ich nicht, er Sachen gemacht hat, die Gruppe nicht gut fand, und die Gruppe einfach gesagt hat, wir fanden das nicht gut. Also vielmehr, weiß ich nicht, ne? Natürlich geht es auch manchmal auch ein bisschen robust zu. Immerhin ist ja auch eine Menge passiert, ne? Fast ein Brand gegeben und was weiß ich. Wollen wir jetzt auch gar nicht wieder, wieso und warum. Das ist erstmal abgehakt, ist auch für die Gruppe abgehakt, denke ich. Haben das erstaunlich gut weggesteckt, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber jetzt in dem Fall ist diese Storming-Phase eben so gelöst worden, dass einer rausgeht. Ne? Jetzt kann man das natürlich so individualisieren. Ne? Ja, die Gruppe hat das gemacht und er hat dann das gemacht. Aber man kann es auch so sehen. Und ich weiß, das ist eine ganz ungewohnte Sichtweise. Aber nur mal so als Mentalgymnastik kann man es auch sehen, dass die Gruppe als Ganzes, inklusive demjenigen, der rausgegangen ist, dem Stefan, dass die Gruppe als Ganzes eine Entscheidung getroffen hat, so unbewusst quasi. Und die Entscheidung lautet eben so, wir trennen uns hier jetzt und einer geht raus. So, das ist also sozusagen wie so eine Entscheidung, die man trifft, das ist für alle das Beste, weil wir kriegen diese Konflikte nicht gelöst. So, ne? Hätte man die Konflikte auch verbal lösen können? Ja, hätte man, aber es hat halt nicht geklappt. Ne? Vor allen Dingen braucht es dann auch von beiden Seiten so einen Willen, das zu tun. Und ja, den habe ich hier irgendwie nicht so richtig gesehen, so vor allen Dingen bei dem Stefan nicht so, ne? Weil ich glaube, dafür wäre notwendig gewesen, dass er sich da ein bisschen einlenkt, sich ein bisschen
entschuldigt. Aber ich will es auch gar nicht so individualisieren, so, ne? Das ist eine Entscheidung quasi der Gruppe. Wir lösen das jetzt so und so. Und er war scheinbar damit zufrieden, rauszugehen. Und die Gruppe war offensichtlich auch zufrieden damit. Klar, die haben ein bisschen versucht, davon abzuhalten. Aber irgendwie hat man auch ein bisschen das Gefühl, dass in dem Moment für alle die richtige Entscheidung war. Und wie gesagt, wenn die andere Tools gehabt hätten, das zu lösen, hätten sie es ja gemacht. Also auch, kann man auch sagen, wenn der Stefan andere Möglichkeiten gehabt hätte zu kommunizieren, hätte er es gemacht. Oder wenn die Gruppe anders mit ihm hätte kommunizieren können, als sie es gemacht hat, dass er vielleicht dann doch drin gewesen wäre, bliebe, hätte man es gemacht. Aber ja, ich kann vieles einfach nicht so richtig nachvollziehen. Also ich habe auch nochmal ganz viel drumherum geguckt und ich mag auch so dieses Opferdenken überhaupt nicht. Also klar, wenn irgendwas Gravierendes passiert ist, aber dieses so, alle sind immer schuld, das ist es überall, es zieht sich durch die ganze Gesellschaft, jeder will immer Opfer sein und irgendwie benachteiligt und alle sind gegen mich. Ja, komischerweise sagen das aber alle. Also keiner sagt ja, ich habe mal was gemacht oder ich war mal Täter oder so. Alle wollen immer so Sonderbehandlung kriegen und nichts dafür können, keine Verantwortung übernehmen. Es ist wirklich wie so eine Seuche. Deswegen mag das überhaupt nicht. Wo ich auch noch viel Fragezeichen hatte, ich habe da irgendwo gesehen, dass er gesagt hatte, ich habe ja auch nichts. Ich habe nur mit 40 Euro dahin geflogen. Das ist auch wieder so. Ich habe ja nichts, bin so eine arme Sau, wo ich so denke, also natürlich kann das so sein, aber mein Gott, ich habe gesehen, er hat einen YouTube-Kanal mit 130.000 Abonnenten und der streamt drauf und runter, der ist auf Twitch, der kriegt Abos. Also wenn man da nicht, wenn da nur 40 Euro überbleiben, dann läuft irgendwas falsch, dann macht er irgendwas falsch, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich mag sowas gar nicht, vor allen Dingen nicht von jemand, der sagt, er ist so krasser Soldat, weil da würde ich echt, da würde ich persönlich ein anderes Mindset erwarten, aber das ist jetzt überhaupt nicht gegengehen. Jeder macht immer das, was ihm zur Verfügung steht in diesem Moment, ne? Aber gut, ich sage einfach nur meine Meinung hier. So, also die Gruppe ist jetzt also durch diese Storming-Phase durch. Ob man das jetzt mag oder nicht mag, das ist das Ergebnis. Die Gruppe ist jetzt für sich. Und jetzt kommt eigentlich eine Norming-Phase, wo die Gruppe sich eigentlich Regeln setzt, wenn es denn notwendig ist. So, und ob sie das jetzt gemacht hat, wie gesagt, wir kriegen ja auch nicht alles zu sehen. Also eine Regel könnte zum Beispiel sein, weil ich das jetzt wieder gesehen habe, so wenn wir einen Rucksack suchen, dann bleiben wir auf jeden Fall zusammen oder zumindest in Sichtweite, weil mir jetzt aufgefallen ist, dass da wieder ein Rucksack gesucht wurde und sie haben sich wieder verloren. So hätte wieder der Let's Hugo ausrutschen können oder irgendwas passieren können, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass sie sich wieder trennen. Also das wäre zum Beispiel, was man in einer Norming-Phase machen könnte. Sich so Regeln setzen oder wir machen mal morgens eine Absprache, wir machen mal abends ein Blitzlicht, wie es uns geht oder auf irgendwas anderes machen wollen. Aber womöglich machen die das ja, ne? Oder das kann man ja auch so informell machen, also vielleicht passiert das ja auch. Und dann geht die Gruppe in die Performing-Phase, wenn alles jetzt gut gelaufen ist. Und für die Gruppe, wie es jetzt da ist, ist es gut gelaufen. Da sieht man jetzt in der heutigen Folge überhaupt keine Konflikte mehr, die kommen super klar miteinander. Und das darf man dann auch akzeptieren. Und ich kann das auch nicht verstehen, wenn alle mal sagen, ja, der Joe Vogel ist so ein Meistermanipulator und alle werden manipuliert. Ich finde, man macht diese Leute klein, wenn man denen nicht zugesteht, dass die auch nach 6 Monaten noch sagen, nein, wir haben uns beim besten Willen nicht manipuliert gefühlt. Ich weiß nicht, warum man das immer wieder so rein... Das ist halt das Problem, wenn man nur einen Schraubenzieher hat, sieht man überall Schrauben, ne? Das ist echt schwierig, aber na gut. Also die Gruppe kommt definitiv in diesen Performing-Modus und das ist da, wo wir eine Gruppe haben wollen. Also aus der Gruppenpsychologie, natürlich, wenn man jetzt mit einer Unternehmen unterwegs ist, wird da niemand ausgeschlossen, beziehungsweise wird immer wieder versucht, das einzubeziehen, aber in einer Gruppe, in der freien Wildbahn und auch letztlich in Unternehmenskontexten über einen längeren Zeitraum, da verlassen eben Leute das Team. Das muss auch nicht immer Mobbing sein, das kann einfach heißen, wir sind hier nicht, das ist wie mit Beziehungen, wir sind nicht kompatibel, ne? Wir sind nicht kompatibel, wie wir so ticken, wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Standards und dann geht man halt auseinander, so ist das Leben, ne? Ja. Und definitiv ist die Gruppe jetzt in diesem Performing-Modus, ist sie jetzt auf 100% Performance, vielleicht, das letztlich weiß man es nie so richtig, man sagt immer, dass eine Gruppe dann auf 100% ist, wenn alle so mental dabei sind und alle mitmachen. Es machen alle mit, aber es denken nicht alle mit, ne? Ist offensichtlich, dass es eben jetzt, ja, so Joe Vogel ist da irgendwo der Anführer, der Joey macht auch so sein Ding.
baut jetzt so ein Shelter nochmal. Und die anderen machen mit, aber sie denken nicht übrigens mit. Allerdings, wie gesagt, normalerweise hat man Gruppen, die wissen alle ungefähr gleich viel vom Thema oder wissen alle gleich viel wenig vom Thema. Jetzt so in Gruppen, wo zwei Leute offensichtlich mehr wissen als die anderen, dass man sich dann auf die verlässt, ist, finde ich, auch absolut nachvollziehbar und muss man eigentlich jetzt auch nicht groß drüber nachdenken. Also, und klar, man könnte sich jetzt vielleicht noch wünschen, dass sie sich vielleicht morgens mal absprechen, was steht dort an, was machen wir heute, aber wenn man so das Gefühl hat, ja, die beiden Outdoor-Spezialisten, die sprechen sich schon irgendwie ab und die machen das, was zu machen ist. Und ansonsten müssen wir nur gucken, wer kümmert sich ums Feuer, wer holt die Sachen. Das wird ja abgesprochen. Also man sieht hier, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Man sieht eine Gruppe im Performing-Modus. Ne? Wie lange kann das jetzt anhalten? Also in der Teampsychologie sagt man, was hält so lange an, bis die Gruppenformation sich verändert. So, ne? Oder gravierende Sachen von außen passieren. So. Also es könnte jetzt, weiß ich nicht, wenn einer krank wird, jetzt wieder jemand rausgeht, da gab es ja einen Cliffhanger am Ende nochmal, dass vielleicht doch wieder noch jemand rausgeht. Dazukommen wird keiner. Unklar, es könnte anfangen zu schneiden oder zu rechnen, es könnte also krasse Sachen passieren. Und dann ist so die Idee so, dass die Gruppe unter Umständen durch einen neuen Prozess läuft. Aber eigentlich denkt man vor allen Dingen bei so dieser Teamentwicklungsuhr, wie das heißt, denkt man eigentlich vor allen Dingen an Teamveränderungen durch Weggang oder Zugang, dass sich dann die Gruppe eventuell nochmal durch einen Storming-Prozess durch muss und nochmal durch einen Norm, also dass das wieder von vorne läuft quasi. Aber es könnte auch sein, dass das jetzt so weiterläuft, wie es heute war, was harmonisch ist, aber vielleicht nicht unbedingt spannend anzuschauen. Also das muss nicht jeder für sich selber wissen. Man sieht natürlich jetzt auch mehr Outdoor-Sachen. Ich frage mich mal, was passiert, wenn jemand hier haben, ob die das echt da live abmurksen und essen. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, aber da bin ich ja echt mal gespannt, ob die das ernsthaft bringen. Aber naja, es ist jetzt so, es ist jetzt wie so eine Reality-TV-Show ohne Reality-TV-Teilnehmer. Die benehmen sich auch nicht so, also die benehmen sich nicht so dramasüchtig und dann ist es halt relativ ruhig und es geht seiner Dinge und alle, also jetzt so scheinen sich alle wohlzufühlen. Klar, die haben, die kämpfen, die sind hungrig. Vielleicht hat der ein oder andere ein bisschen Heimweh. Der Letzugo scheint sich da schon wieder ein bisschen gefangen zu haben. Dafür dann die Selfie-Sandra scheint ein bisschen mehr zu kämpfen zu haben. Ja, so ist das halt. Ne? Und viel mehr ist eigentlich heute nicht zu sagen. Das ist eigentlich, wie gesagt, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, das ist da, wo man ein Team haben will. Und du kannst nicht jedes, offensichtlich funktioniert nicht jedes Team gleich gut. Und dann muss es eben durch diesen Transformationsprozess durch. Der muss aber nicht immer beinhalten, dass jemand rausgeht. Es kann auch sein, dass man eben zum Konsens kommt und dann ist ja auch wieder fein so. Also hier sehe ich jetzt auch gerade, was natürlich so schön ist für eine Gruppe, keine Außenseiter mehr. Man könnte es nochmal bemängeln, dass in einer idealen Gruppe wechselt halt die Anführerschaft auch mal. Aber wie gesagt, unter so, das haben ja auch welche in den Kommentaren geschrieben, das sehe ich auch genauso, unter so wirklich, sobald eine echte Gefahr reinkommt, und die haben wir ja definitiv so, da ist man einfach froh, sich dem anzuvertrauen, der scheinbar gerade die meiste Ahnung hat und stellt das auch nicht groß in Frage so, ne, und macht da auch nicht so ein Ego-Ding raus. Wenn wir mal die große Krise haben in Deutschland hier, dass mal das Leben nicht mehr so komfortabel läuft, wird man nur noch sowas sehen, ne? Dass es da Anführer gibt, Leute oder Anführerinnen meinetwegen auch, Leute sich unterordnen. Sobald, wenn sie Shit hits the Fan, dann fliegt alles, alles andere aus dem Fenster. So, ne? Dann gehen wir wieder so einen Urzustand zurück, wo es auch viel um Rangordnungen geht und so ist das halt, ne? Ja. Naja, wie seht ihr das? Ansonsten, ich kann eigentlich, da wo das Team jetzt ist, will man es eigentlich haben. Also insofern kann ich jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen. Dass da so teilweise auf die Mädchen so runtergeguckt wird, dass die sich da irgendwie dass die sich klein machen. Wie gesagt, natürlich, man ordnet sich denen so ein bisschen an oder unter, der gerade die meiste Ahnung hat. Wie gesagt, ich bin auch überhaupt nicht, kann jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich ein Joe Vogel-Fan bin, gar nicht. Ne? Ich habe auch habt ihr auch nicht mal alle Folgen geguckt, der hat am Anfang auch sehr kritisiert, weil er, finde ich, schon Sachen gesagt hat, die, wenn andere nicht dabei waren, dass er über die geredet hat, schlecht geredet hat.
dass er die Frauen so komisch bevorzugt hat, nur das sieht man jetzt nicht mehr. Das war an dem Tag, jetzt sieht man es nicht mehr. Was jetzt ist halt schon wieder ein neuer Tag, Tag 5 oder Tag 6, ich weiß es nicht. Und da ist es jetzt eben so und da sieht man das nicht mehr. Und klar, oder wie er da einen, der Beautix da ins Gesicht gefasst hat, ja, fand ich auch cringe. Andererseits fassen jetzt die Mädchen Flying Uwe an die Brust. Ja. Das sind alles so Sachen, kann man jetzt was zu sagen, kann man auch lassen. Also im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, es läuft. Also wenn das jetzt immer so weitergeht, gibt es vielleicht gar nicht mehr so viel zu berichten. Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, wie, ob ihr das hier so findet, ob ihr da mehr von haben wollt. Und lasst mir gerne auch ein Abo da. Danke für die vielen neuen Abos. Herzlich willkommen an die neuen hier. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.